Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir machen heute weiter mit dem FC Energie Cottbus im EAFM. Wir sind aktuell glaube ich 8. oder so, 7. Ja, es läuft ganz gut, habe jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gezockt, aber ich habe jetzt wieder Bock bekommen. Wir haben eigentlich ein relativ gutes Team, leider ist Rechtsverteidiger gerade halt ein bisschen schwierig. Devernic ist noch verletzt, unser Talent aus der Jugend, ansonsten kann er zwar Nanzig spielen, aber das ist halt von der Gesamtstärke her machen wir da eigentlich im Verhältnis zu Minus halt, deswegen bringt es nichts. Lenormand ist gesperrt, macht nichts dafür, Knipping wieder rein. Bitroff ist noch nicht wirklich fit, er ist zwar frisch, aber von der Fitness her ist das dezent schlecht, muss man sagen. Ansonsten, ja, sieht es ganz okay aus, ich würde sagen, wir können so reingehen. Bachmann natürlich unser Leihspieler. Der Beste, glaube ich, sogar im Kader von der Stärke her. Ansonsten noch Schubert im Tor haben wir uns ja geholt. Wir haben ja dann demnächst noch Kivrit für den Sturm. Ich glaube, wir müssten sogar einen in der Offensive dann wiederum verkaufen. Wobei ich glaube auch Michel zum Beispiel oder Mamba auch. Wobei Mamba geht halt nach der Saison, ne? Das dürfen wir halt nicht vergessen. Den haben wir ja die Leihe extended, aber der geht halt dann. Und deswegen passt das auf jeden Fall dann ganz gut. Ich hätte zwar Mamba weiter gerne im Kader, aber wenn wir uns wahrscheinlich nicht leisten können, weil der durch diesen einen Bug ja 800.000 oder so dabei verdient bei Paderborn. Und das können wir uns weiß Gott nicht leisten. Und ich glaube nicht, dass der da jetzt... Ich weiß nicht, wie es ist, wie es sich verhält, wenn ich jetzt versuche, ihm weniger zu geben. Also, ja, wie der Spieler das halt annehmen würde. Wir können ja mal gucken dann, aber erstmal gehen wir jetzt hier ins Spiel rein gegen Ingolstadt, die auf dem 15. Platz stehen. Also auch von der Saison bisher und von der Form her echt schlecht unterwegs sind. Wir hingegen haben halt auch nur eine 5, also wir sind halt nur der 15 stärkste Verein, also relativ weit unten. Da wo Ingolstadt halt steht selber. Und sind halt aber trotzdem in der oberen Tabellenhälfte unterwegs. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Wir haben direkt die schwierige Entscheidung. Foul. Also, oder Tor für uns. Was gibt's? Ja, touchy. Komm. No, Digga, sei doch nicht so fair, Mann. Ja, ist ja okay. Okay, kein Tor für uns. Schade an der Stelle. Ich habe hier beide Mäuse nebeneinander liegen von meinen beiden PCs. Und die sehen beide gleich aus. Also sind beides die gleichen. Schwierig, aber egal. Ich hab jetzt die richtige genommen. Chance für Ingolstadt, aber Kutschke, der ehemalige Dresdner, verzieht zum Glück. Glück gehabt. Nächste Möglichkeit, versucht es mit einem Heber über Schubert, Kutschke. Aber der ist da und lenkt ihn noch über die Querlatte rüber. Meine Fresse. ja. Nächste Großchance leider nach einer Ecke. Wobei Ecken und Großchancen sind nicht so schlimm eigentlich. Knipping schlägt ihn auf der Torlinie weg. Und das war's. Okay. Manchmal kommt er dann danach noch was, aber alles gut. Ist das dieser brasilianische Fernando? Ich kann es gerade nicht nachgucken. Okay, Koch kann es bereinigen. Oh. Das ist es halt. Das habe ich hier halt noch erwartet, so, dass er irgendeinen anschießt. Und jetzt ist halt hier, er kann es zwar gerade noch bereinigen, aber da ist trotzdem noch einer da und macht das Ding rein. Man kennt es, aber ist okay. Ist natürlich bitter, wenn man halt Punkte liegen lässt gegen eine Mannschaft, die einfach 15 da sind und relativ schlecht drin reingestartet sind in die Saison. Auch wenn wir gut dastehen, sind das dann halt unnötige Punkte mehr oder weniger, die man jetzt halt nicht... 2-0. Die man halt in meinen Augen dann auch nicht verlieren sollte. Die sind natürlich stärker, keine Frage. Und wir stehen auch deutlich besser da, solange, auch wenn wir hier 15. oder so am Ende werden oder 14. Solange wir nicht absteigen, ist alles super. Aber das ist halt trotzdem unnötig. So, wenn du überlegst, dass die halt echt schlecht waren bis jetzt und ja, ist halt einfach nicht so nice. Sollte man ja nachvollziehen können. Verletzung bei Nanzig, der muss leider raus. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Auch mit einem unserer stärksten Spieler natürlich. Und den haben wir halt auch fest verpflichtet. Ja, dann rückt Meier rein, würde ich sagen. Ich überlege gerade, ob man da noch irgendwie umdisponieren könnte. Ich weiß gerade nicht, nimmt sich das was? Ja, so ist es besser sogar. Mit Meier auf dem linksverteidiger Posten. Ja. Der muss dann halt rein. Unaufgewärmt leider. Was willst du machen? Kann man ja nicht riechen. Powerplay bitte von uns. Leider nein. Schade. Es war die erste Chance direkt, ja, was Einzigartiges für uns in diesem Spiel, aber Schubert scheitert zum Glück nicht gegen Kutschke, sondern ist besser als Kutschke und pariert das Ding hier wild. Ja, wir müssen richtig aufpassen, dass wir ihn nicht auf die Schnauze bekommen, also so richtig schon in der ersten Halbzeit. Vorlage für Eggestein durch Fallett,
Aber der scheitert leider an Buntic. Schade. Hätten wir mal gerne mitgenommen. So ein Tor aus dem Nichts quasi. Die haben den dunkelroten Ball. Das ist nie gut. Aber Schubert ist da und pariert erneut. Der hat auch eine 1,0, Alter. Und das trotz zwei Gegentoren. Das muss er erstmal hinbekommen als Torhüter. Tachi ist komplett raus, Mann. Überleg mal, der hätte das scheiß Tor zugegeben, Mann. Ja, gibt keinen Freistoß-Elfmeter, sonst würde er nicht. Ne, genau. Sonst würde es da nicht so dastehen, sind wir ehrlich. Ja, also Abwehr sieht sogar relativ gut aus von den Noten. Ja, gut, Karls nicht, aber Knipping und Koch gehen sogar fit. Wenn man überlegt, dass wir eigentlich. Ja, okay, Eggestein hat auch eine gute Note. Aber ja, wenn man überlegt, dass wir jetzt 2-0 hinten liegen, dann sind das schon ganz gute Noten für die eigentlich. Ne? Wir loben mal Schubert auf jeden Fall, das hat er sich mehr als verdient hier. Wow, vielen Dank, ja. Gerne geschehen. Wir motivieren mal noch unsere IV. Kritisieren Tachi. Und Michel. Ja, passt. Unsere Stimmung ist halt richtig gut und auch unser Teamwork geht voll fit, Mann. 50 ist komplett in Ordnung. Natürlich noch nicht im grünen Bereich, aber das ist halt trotzdem schon richtig gut. Riesenchance bitte für uns. Let's go, wir haben mal eine Kontermöglichkeit. Tachi. Michel ist jetzt frei vor Buntic. Bitte, Michel. Heber. Nein, Heber ist nie gut, Mann. Ach, come on. Ich hasse es. Mann, warum immer Heber? Haut ihn doch einfach rein. Nicht umdribbeln, nicht irgendwas. Einfach reinschießen, dann ist gut. Schade. Gelbe Karte für David. Aber wir haben jetzt auch mal den roten Ball und sie gesneakt. Ja, mal gucken, ob wir auch ein paar Chancen dadurch bekommen. Jetzt haben die den zumindest schon mal verloren. Fallett bekommt gelb. Okay, der hätte auch rot kriegen können. Schade, hat er nicht. Passiert relativ wenig gerade. Mal eine Chance, aber ja. Buntic lenkt das Ding über die Latte. Gibt es eine Ecke wenigstens? Natürlich nicht. Aber jetzt haben die eine gute Chance, obwohl die eigentlich zurzeit gar nicht drin sind. Aber der köpft zum Glück vorbei. Oh, ich wollte nicht in die Statistik. Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Das ist doch... Oh Gott. Immer wenn es so lange lädt, Junge, ich krieg so Herzinfarkt, ne? Ich krieg so Herzinfarkt. Vor allem, wenn ich irgendwo raufklicke, wo ich eigentlich gar nicht raufklicken will. Wir bringen Mamba rein. Ja, und Michel raus für Stiepermann. Ziehen wir Stiepermann auf die 10 zurück. Ja, wir tryen mal, ne? Wir tryen mal. Nochmal unsere beiden Asse da vorne reinzubringen. Wobei wir eigentlich relativ gute Allround-Wechsel haben. Also, es sind jetzt nicht so, dass wir sagen, Mamba und Stiepermann sind unsere 1er-Joker. Ich glaube, das ist auch null der Fall, aber. You know what I mean. Ich meine, wir haben noch ein bisschen Gesamtstärke halt auf der Bank, würde ich damit sagen. Und die können wir jetzt mal reinbringen in die Offensive. Ah, er bleibt zum Glück an Koch hängen. Geht rauf. Digga, Mann, wir sind gar nichts. Also, wir kommen halt gar nicht zum Zug, ne? Ich erhöhe jetzt mal Pressing und alles hier. Wir hoffen, dass wir noch ein paar Angriffe fahren können. Und wir haben direkt eine Großchance, bitte. Millimeter über die Latte. Zuckerpass auf Mamba von Jonas David. Ah, mach ihn doch. Jetzt. Oh, so unlucky, Mann. Ist es so unlucky. Nächster Wechsel jetzt in dem Fall bei Ingolstadt. Röcher geht. Ey, Jibil. Sorry für die falsche Aussprache. Kommt rein. Ecke, aber Buntic hat das Ding. Fabian, auch geil geschrieben auf jeden Fall. Also es wird schon richtig sein, aber ich meine, nur ist auf jeden Fall eine lustige Art und Weise, den Namen zu schreiben an der Stelle. Fabian. Eggestein mal hier mit einem Versuch aus der Distanz. Hier befördert Kübler das Ding übers eigene Tor. Nach einem Stiepermann. Nach einer Stiepermann-Flanke. Buntic kommt raus und schnappt sich das Ding. Ja, also wir kriegen auf jeden Fall jetzt ein paar Möglichkeiten. Das hat sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen gebessert jetzt durch den erhöhten Einsatz und durch das Pressing. Aber ja, wirklich was rum kommt dabei nicht. Ne? Und jetzt haben die noch wieder die Großchance. Blitzschneller Konter. Thalhammer läuft den Pass. Und ja, Tor. Ja, das ist es halt, ne? Also da bist du halt, ja, das macht, da machst du halt nichts. Das tut halt weh. Viertes Tor für Thalhammer. Drei Gegentore in dem Spiel, das tut halt ehrlich weh. Ja, das tut weh. Ja, da kann ich auch nichts anderes zu sagen, wie man merkt. Ja, das ist halt einfach bitter, Mann. Das ist halt echt bitter. Jetzt die nächste Möglichkeit, Schröck. Trägt den Ball weit nach vorne, passt auf Kutsche, der schießt. Aber David fetcht zur Ecke ab, okay. Ja, gut. Ecke. Ist es der Fernando, der jetzt bei Sparta gespielt hat? Ich guck gleich mal nach. Das lässt mir gerade keine Ruhe. Wobei Fernando jetzt auch wahrscheinlich ein relativ. Ja. Häufiger Name ist. Schubert wäre ohne Chance gewesen. Entschuldigung für den Gegner. Nachspielzeit. Wir haben nochmal eine Möglichkeit. Konter über Koch. Ja, schade.
Machst du nichts, schade, Schlusspfiff. Wir gucken das jetzt mal gleich nach. Man muss halt dazu sagen, solange wir am Ende die Waage halten können, sagen wir mal, wir haben am Ende, wir haben jetzt 5 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen, ist okay. Wenn wir das jetzt halt mal 3 rechnen in dem Dreh, dann hätten wir am Ende, oder wenn wir es halt mal so hochrechnen, meinetwegen 13 Siege, 13 Unentschieden. Und was bleibt denn noch übrig? 13 Siege, 13 Niederlagen, 6 Unentschieden. Wäre okay, Mann. Würde ich absolut mitnehmen. Also, dann hätten wir auch 39, wie viel Unentschieden habe ich gesagt? 6, 45 Punkte. Und das sollte für den Klassenerhalt reichen. Das wäre mehr als ausreichend in meinen Augen für das erste Jahr zweite Liga. Wenn man überlegt, dass wir eigentlich mindestens noch ein Jahr dritte Liga in meinen Augen gebraucht hätten, um uns irgendwie in irgendeiner Form, hier übrigens 1, 2, 3, 4, 5 Spieler von Ingolstadt einfach in der 11. Woche, um uns in irgendeiner Form auf die zweite Liga vorzubereiten. Jetzt haben wir gleich den 18. als nächsten Gegner, das tut weh. Oh, Marvin Hitz war feindlos wild. Parané, ne? Nach Brasilien wechselt er. Genießt da ein bisschen die Sonne mit seiner Family. Sehr interessant auf jeden Fall. Nanzig, Wadenprellung, ich hoffe mal, der wird nicht so lange ausfallen. Wir haben jetzt auch eine Woche frei zwischendurch. Wir gehen dann aber auf jeden Fall ins nächste Spiel rein, würde ich sagen, wenn denn nicht irgendwas anderes noch passiert, aber ich denke nicht. Ansonsten hole ich euch wieder rein und sage euch Bescheid. So, es ist nichts weiter passiert. Wir gehen rein gegen den Letzten. Immer ein schwieriges Spiel. Wie in Real Life auch, gegen die Letzten. Ist immer ein bisschen... Ja, man muss gucken. Wir gehen aber rein, sind sogar stärker. Kommt in der Liga selten vor, aber wir sind stärker mal als unsere Gegner. Devernic ist zum Beispiel wieder fit, das freut mich extrem. Wir hatten ja die Woche Pause, ich habe ein bisschen trotzdem rotiert, mich hier unter anderem verletzt. Mamba irgendwie nicht ganz so frisch unterwegs, oder war die Fitness da, glaube ich. Hier, erste gute Chance für die. Und das ist direkt das Gegentor, Ehre. Ja, die Frische bei Mamba, warum auch immer, ist nicht so geil. Ja, direkt hinten liegen hier, geil, Mann, freut mich. Marvin Poirier, seit 325 Minuten hatten die nicht mehr getroffen. Digga. Ey, Mann, was ist denn jetzt los hier? Also das ist ein Spiel, das müssen wir halt gewinnen. No front, aber die haben einmal... Das wäre deren erster Punkt, Alter. Das wäre deren erster Punktgewinn überhaupt in der Liga. Die haben bis jetzt nur auf die Schnauze bekommen. 12 Spiele lang. Nur Dresche bekommen. Und dann kommen wir und machen erstmal den Ausgleich. Ehre, Bachmann. Mann, der ist richtig krass, Alter. Der ist halt leider nur ausgeliehen, aber das ist ein richtig guter Leihspieler, Mann. Der hilft uns in dieser Liga, in der Saison auf jeden Fall so krank weiter. 5. Saisontor schon als Flügelspieler. In 13 Spielen ist das schon nicht schlecht. Der hat dann auch noch 1-2 Vorlagen. Kann man auf jeden Fall machen, würde ich sagen. Rückpass, bitte nicht bei uns. Okay, nee. Nee, nicht gut. Nicht gut. No. Och, Mann. Das ist so dumm und so unnötig. Oh, ein halbes Eigentor jetzt auch noch. Mann, die haben 35 Gegentore bekommen in 12 Spielen, Alter. Das sind fast 3 Gegentore pro Spiel. Gut, ich meine, wir haben auch schon eins gemacht in der ersten Halbzeit. Aber wir haben auch 2 kassiert, Alter. Oh Gott, ey. Die haben nicht mal die schlechteste Offensive, sehe ich gerade. Wobei eigentlich nur dank uns jetzt hier. Stark vorgetragener Angriff. War eine Großchance. Aber ja, da steht Bachmann leider im Abseits. Ja. Stark, Prochinev, stark. Freie... Zum Abschluss vor Uphoff. Aber der Nachschuss fliegt auch rüber. Schade. Stiepermann. Nee, Tachi war's. Stiepermann hat die Flanke gegeben. Ja. Läuft auf jeden Fall, ne? Läuft. Knipping hat irgendwie da einen Fehler gemacht. Beim zweiten Tor war er doch mit dabei. Und hat einfach eine 2,0. Ehre. Dann loben wir den mal. Wir loben. Ja, loben wir Jonas David. Wir loben Jonas David. Alle kritisieren auf jeden Fall mal Jan Koch. Vielleicht war es auch Koch, vielleicht habe ich mich verlesen. Kritisiert ihn auf jeden Fall Prochinev, Alter. Digga, Mann, das war so bad. Eggestein können wir auch mal kritisieren. Ey, das ist halt echt schlecht. Ich meine, unsere Stimmung ist richtig gut, ne? Wir haben die volle Stimmung. Aber, Digga, wir spielen so schlecht, Mann. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Draufgehen, bitte. Danke. Ich bin mal gespannt, wie viel Vrid denn ändern wird, wenn der im Winter kommt. Ist ja nicht mehr lange. Wie viele Spiele sind es noch? 4 danach, ne? Ja. Ich bin mal gespannt. Wir machen übrigens den Monat komplett. Ich habe das gar nicht am Anfang gesagt, aber wir machen diesen Monat, also 3-4 Spiele machen wir insgesamt. Wir gucken gleich nochmal rein, aber Uphoff ist wieder zur Stelle, Mann. Bachmann, schade. Der ist halt wirklich unsere ja, einzige Hoffnung im Moment irgendwie da vorne. Der wäre nicht hier gut unterwegs scheinbar. Wir erhöhen jetzt wieder Einsatz und Pressing. Hat ja im letzten Spiel zumindest ein bisschen was geholfen, finde ich. Also
Da haben wir zumindest das Tor gemacht, dann am Ende trotzdem verloren, aber sei jetzt mal dahingestellt, danach lief es auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Ich sehe, wir müssen De Vernic aber wahrscheinlich relativ früh jetzt gleich rausnehmen, einfach wegen Frische und Fitness. Oh, Digga, ich dachte gerade, das ist ein Gegentor, weil ich nur eine gegnerische Szene gelesen habe und gesehen habe, dass da oben so ein Alert kommt. Schubert, Alter. Digga, das geht so nicht. Geht drauf. Und ich bin auf der Tribüne. Halt dein Maul, Mann. Wie schnell er greift. Ja, okay, er greift gnadenlos durch. Sei leise, Mann. Das ist so lächerlich, aber egal. Opoku auch mal wieder mit dabei. Ja, ja, ja. Digga, jetzt der Co-Trainer gerade gewechselt. Was fällt ihm ein? Der wechselt auch Eggestein ein. Digga, what the fuck? Hallo? Seit wann ist denn das so? Ja, moin, dankeschön. Danke, dass du mir die war. Finde ich nett vom Co-Trainer. Ja, wird leider kein Tor, haben wir eben oben schon gesehen. Vielleicht ja die Ecke. Aber auf jeden Fall Ehre vom Co-Trainer, dass der mir die Wechsel klaut. Danke dafür. Kenne ich gar nicht, dass man immer auf die Tribüne gebannt ist, dass man nicht mal selber wechseln darf. Ja, aus der Gefahrenzone geboxt, Ehre. Finde es auch gut, dass er keinen vorne einwechselt, sondern einen im Mittelfeld. Auf jeden Fall sehr nice. Da brauchen wir es im Moment auf jeden Fall. Nervisevic. Ja, toll. Wir verlieren auch gegen den Tabellenletzten. Nice. Nice, nice, nice. Erste Saisontor für Devinien. Nee. You see his name. Aber Schubert hat den Ball doch. Okay. Ja, okay, aber auch abgepfiffen. Ey, Mann, es tut so weh, Alter. Ich sag's ja noch. Gegen den Letzten ist immer schwierig. Die haben jetzt gegen uns einfach 3 Tore gemacht, Mann. Die haben gleich, wenn die jetzt noch eins machen, haben die in diesem einen Spiel halb so viele Tore gemacht, wie in allen Spielen zusammen bis jetzt. Zu traurig. Und wir sind auch deren erste Punkte, Alter. Das tut so weh. Opoff, ja. Ey, Mann, Alter. Im Moment läuft's gar nicht hin, ne? Ich meine, wir stehen immer noch gut da, so sind wir mal ehrlich. Also, wir waren uns relativ klar der Tatsache gegenüber, dass wir im Abstiegskampf mit sein werden, aber dass wir halt so gut dastehen zum Anfang und jetzt dann halt so auf die Schnauze bekommen, halt aber auch von Mannschaften, die einfach unten drin stehen, mit Ingolstadt, mit Karlsruhe, Mann. Karlsruhe hat bis jetzt jedes Spiel verloren. Die haben jedes Spiel verloren und wir verlieren gegen die 3-1. Haben nicht mal wirklich eine Chance oder irgendwas. Wir hatten schon Chancen, aber waren schlechter. Das war deutlich. Das tut halt weh. Und das verstehe ich auch nicht, warum die Mannschaft jetzt auf einmal so reinscheißt. Aber naja, was willst du machen? Robin Becker kommt nochmal, ja, ja. Nächste Chance nochmal. Er läuft sich einen langen Ball, der gute Poirier. Schießt auf spitzen Winkel aus Stojev. Und hält das Leder fest, unser Schubert, okay. Schubert hält das Ding fest. Hier unten steht übrigens einer oberkörperfrei mit einem Megafon, lul. Ist auch ein Karlsruhe wahrscheinlich, ne? Höchstwahrscheinlich, ja. Au, oh, wir haben nochmal eine große Chance. Hey, wird wahrscheinlich eh nichts. Hey, Tor. Und springt in den Keeper mit rein. Ja. Toll. Ja, machen wir mal weiter hier. Ja, tut weh. Tut weh, was willst du machen? 3-1 verloren. Beim Tabellenletzten. Die bis dato nur auf die Schnauze bekommen haben. Aber hey, so ist das Spiel. Man kennt's. Tabellenletzten auf einmal die beste Mannschaft überhaupt. Ja, läuft. Wir haben auf jeden Fall in dem Tabellensegment, wo wir sind, die schlechteste Abwehr auf jeden Fall. Krass, Alter, 1860 hat nur 10 Gegentore bekommen, aber hat auch nur 5 gemacht selber. Schon wild. Ja gut, was auch immer, ich würde sagen, wir gehen rein ins nächste Spiel. Hey, gegen Paderborn, einen direkten Konkurrenten. Vielleicht wird es ja da mal wieder was. Übrigens, Trainer bei Paderborn, einfach geil, Klischee, Ehre. Ah, wie geil. Ich glaube, es ist doch irgendwann so, dass einfach Spieler, die retired sind, also die zurückgetreten sind, ihre Karriere beendet haben. Ja, Bro, kurz einsetze. Du bist doch in der zweiten, oder? Warum bist du in der ersten, Mann? Ah, der wird ausgeliehen, deswegen. Lul. Ja, ja. Kurzeinsätze bekommst du hoffentlich bei Frankfurt. Was ich sagen wollte, Spieler, die retired sind, die zurückgetreten sind, glaube ich, werden wie in FIFA Regents quasi als Manager oder als Trainer. Hier, geil, Klischee.
ist ja schon zurückgetreten. Und ist jetzt Trainer. Bei Paderborn in dem Fall. Ganz geil. Sieht man das hier? Hat er ein Bild? Nee, hat er leider nicht. Defensiv orientiert als Abwehrspieler, wer hätte gedacht. Krass, er hat auch schon Level 7. Was haben wir eigentlich hier für Prestige überall zu stehen? Wir haben nationales Prestige 12 und international 6. Okay, ich habe gar keine Einordnungsvermögen. Was hat Pauli zum Beispiel? Die haben 9 und 7, lul. Also die haben national weniger, aber international mehr. Auf jeden Fall krass. Was wir übrigens gucken können, ist... Ah, tut weh. Ich habe gerade voll den Ellbogen gestoßen, egal. Was wir machen können hier, falls die am Ende dann absteigen sollten irgendwann. Irgendwann halt am Ende der Saison, logischerweise. Oh, klein geht's, Alter. Wir haben halt schon leider zu viele Stürmer, ne, muss man sagen. Aber... Okay, also wenn Kleindienst, wenn die absteigen, Kleindienst, ganz safe, einfach jetzt Rückholaktion. Digga, Mann, wir haben so viele Offensiv, wir haben so viele Stürmer, Mann, wir müssten wahrscheinlich schon wieder einen verkaufen. Wie gesagt, wir verlieren ja Mamba, kriegen jetzt aber, wir haben halt auch noch Geißler, Mann, der leider auch nicht spielt. Den müssten wir wahrscheinlich in die zweite Mannschaft verschieben, dass der mal wieder ein bisschen spielt. Zickert das Gleiche. Das tut so weh mit den ganzen Spielern. Aber wir müssen mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Paderborn-Spiel rein, machen dann noch... Ich würde eigentlich auf Kalender gehen und nicht auf Ergebnisse. Schade an der Stelle. Ist ja wieder eine erste Mannschaft, warum auch immer. Aber okay. Machen wir hier ganz kurz so. Die wechseln einfach jedes Spiel die Formation. Schneider spielt auch Stamm. Scheinbar. Freut mich. Generell haben die immer eine relativ gute Form, ne? Also relativ gute Form. Eisenhut und Hass halt komplett unten. Kaschkai, Alter. Ganz wild. Ja, aber wir haben auf jeden Fall eine interessante zweite Mannschaft mit vielen Talenten. Gesell auch sehr interessant, eigentlich Rechtsverteidiger, das ist auch relativ gut. Unser zweiter, der Bernage quasi, mit einer 55. Auf jeden Fall gar nicht so schlecht unterwegs, er war zwischendurch auf 57 oder so, und durch Form wahrscheinlich dann halt. Also auf jeden Fall not bad. Die sind auch, ja, die sind 14, da ist okay, Mann. Die sollen sich ein bisschen im Mittelfeld erhalten, die sollen sich ein bisschen verbessern, indem sie da kicken, das ist gut. Unsere A ist... glaube ich, erster, genau. Sehr, sehr gut unterwegs natürlich. Mansfeld, bester Torschütze. Wir haben auch übrigens, kann ich gleich zeigen nochmal. Kann gleich nochmal kurz in die Jugenden reingehen. Oh, na. Wir waren halt am Anfang relativ weit oben. Jetzt mittlerweile sind wir wieder relativ weit unten. Das tut halt schon weh. Weil die B eigentlich auch gar nicht so schlecht aussieht. Hier sieht man erstmal die A. Auf jeden Fall sehr, sehr nice Jugend, würde ich sagen. Wir haben auch schon allen Verträgen gegeben hier. Habe ich sehr Bock drauf natürlich. Bin mal gespannt. Dann natürlich alle wieder für die zweite Mannschaft eingeplant. B-Jugend sieht auch sehr nice aus von den Talentstellen her. Verstehe ich gar nicht, warum die so schlecht dastehen, to be honest. Ich meine, die haben halt kaum Wechsler, lul. Aber die haben eigentlich eine sehr gute Elf. Einmal auf jeder Position eigentlich einen, der das spielen kann. Bis auf vielleicht den Rechtsverteidiger, aber sieht auch mit einer 45 richtig gut aus, so muss man sagen. Von daher ist auch ein bisschen flexibel einsetzbar, muss man sagen. Deswegen eigentlich gut alles. Aber ich verstehe nicht, warum die so weit unten stehen. Naja, was willst du machen? Wir gehen noch rein in Paderborn und in das Spiel danach. Und dann beenden wir diese Episode. Gebt eure Beste. Es ist die Devise gegen Paderborn, die auch unter uns stehen. Aber das heißt ja nichts, ne? Das heißt ja nichts. Geil, Klischee. Haben wir auch schon besprochen. Mal schauen. Zumindest in den ersten 10 Minuten kassieren wir kein Gegentor. Hey, ist mal was. Haben auch jetzt gefühlt schon eine Weile nicht getroffen, wobei wir im letzten Spiel getroffen haben, aber you know what I mean, so, es fühlt sich einfach so länger an. Polter haben die sich mittlerweile geholt, krass, wen haben die sonst noch? Kauli haben sie noch, der war ja vorher schon da, Erik Tommy haben sich geholt, Balerdi haben sich auch geholt, wild, Schonlaus noch da, Collins ist noch da, Zingerle noch da, Hasek, weiß ich to be honest gar nicht, Kilian ist noch da, Luca Kilian ist aber auch echt schlecht, Pröger ist noch da. Ich gucke nebenbei hier auf der Dings, ihr seht es ja, was mich interessiert gerade. Ja, auf jeden Fall ein paar Spieler noch dabei mit. Kosten eine weitere Ecke. Ja, also die haben auf jeden Fall ein paar Ecken und Chancen gehabt. Wir nicht. Wer hätte es gedacht? Und wir liegen direkt hinten, Ehre. Ja, also im Moment läuft es nicht, ne? Im Moment läuft es nicht. Wir haben übrigens keine Sperre bekommen, scheinbar, für das auf die Tribüne gehen, aber egal. Fünftes Saisontor. Erste Vorlage für Louis Stein, der, ja. Flank da nach der missglückten Ecke. Riesenchance an Cottbus. Ja, freut mich. Freut mich, dass die auch kontern können. Niedermann vor Schubert. Ja, und die machen die nämlich rein. Geil, Mann. Freut mich. Ach, Digga, Mann. Das tut echt so weh, Alter. Wir kriegen nur auf die Schnauze in dieser Episode. What the fuck, Alter. Warum, Mann? Warum? Ist ja nicht so, dass wir krasse Einbußen haben im Verhältnis. Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Verletzte. Unter anderem Stiepermann zum Beispiel. Aber ey, Digga, das tut so weh.
David auch nicht dabei. Dafür spielt Germa mal wieder. Der ist jetzt aber auch nicht so schlecht eigentlich, ne? Ach man, das tut echt. Und die haben ja hier, Kauli hat sich verletzt. Wie gesagt, er ja von Anfang an schon dabei. Bei den guten Paderbornern. Schubert ist auf dem Posten. Was ist der für eine Note? 2,0 wieder mal. Also der rettet uns echt häufig den Arsch, Alter. Und das, obwohl wir trotzdem verlieren. Traurig, aber wahr. Immerhin gibt es eine Ecke für uns, aus der wahrscheinlich nichts wird. Ah doch, guck mal, wir haben eine kleine Chance. Bachmann, der Ecke. Und die nächste für uns, weil der Touchy-Kopfball vielleicht nicht gefährlich war, aber Zingerle will ein bisschen auf Artistik hier gehen und holt uns den nächsten Eckball raus. Die wird sogar eine gute Chance. Er schießt direkt und trifft den Pfosten. Oder schießt kurz am Pfosten vorbei. Schade. Oh man. Naja. Die haben übrigens relativ viel Unentschieden gespielt. Ne? Nur 3 Siege und 3 Niederlagen, aber 8-mal Unentschieden. Krank, Alter. Eigentlich nur 2 Siege und 3 Niederlagen. Da vor den in den Spielen. Ist schon interessant. Relativ, also 8-mal Unentschieden, Alter. Okay. Ja gut, wir liegen 2-0 hinten. Wir haben sogar die stärkere Mannschaft durch den Wechsel jetzt, glaube ich, erst. Von Kauli raus und Dings rein. Los, jetzt zeigt es ihnen. Hat bis jetzt sehr viel gebracht, diese Ansage. Wir kritisieren mal wieder, weil wir es können. Loben Schubert, weil der uns den Arsch rettet. Und hat sogar fast eine 70. Ja, da motivieren wir ein bisschen in der Offensive, ne? Irgendwas müssen wir ja vorne mal hinkriegen, Alter. Michael einfach eine 75er Frische. Stimmung ist auch so runtergegangen und auch Teamwork. Na gut, wir mussten jetzt viel rotieren durch Verletzungen, aber trotzdem. Wobei, dafür geht es eigentlich auch noch. 3, aber... Na, verständlich an der Stelle. Kann nur noch vorne abklatschen lassen, da ist wahrscheinlich keiner. Okay, doch. Ehre Balerdi, dankeschön. Es geht heute gar nicht mehr, dass du absolut fehlerfrei spielst. Der Einzige, der das kann, bin ich. Lul. Weiter so. Mich jetzt erstes Saisontor. Und Gelb-Rot. Okay, let's go, let's go. Geht drauf. Wir erhöhen den Einsatz, Leute. Und das Pressing auch. Die sind einer weniger jetzt schon da runter. Sehr nice. Gelbe Karte auch für Michel. Nice, das will ich sehen. Taktisches Foul, sehr gut. Come on, Alter. Wenigstens einen Punkt hier mitnehmen noch. Bachmann findet die Lücke und startet durch. Das ist sehr gut. Aber leider verkürzt er den Winkel, der gute Zingerle. Schade. Ah, Leute, es passiert gar nichts, ne? Abwehr ja auch nach vorne. Ecke für uns. Nanzig wird die treten. Nicht Bachmann natürlich. Nanzig holt sie raus. Lul. Ah, Valerdi, Alter. Schade. Okay, Michael muss runter. Guckt euch das an. Da kommt Mamba rauf. Anderson ist nur auf der Bank. Opoku weit sehr schlecht leider. Also quasi gar nicht im Spiel, muss man sagen. Uiuiui. Da bringen wir Adlung hier. Adlung, unsere Allzweckwaffe. Der hat eigentlich immer noch mal gebombt, wenn er drauf war. Und der kann das auch. Triple-Wechsel bei uns. Wir sagen voller Angriff. Er ist eh ein Feigling. Adlung hat auch ein neues Bild bekommen übrigens, sehe ich gerade. Ich habe nochmal vor einer Weile den Bilder-Dings reingehauen. Osterweg hat zum Beispiel auch ein neues Bild, auch Pohlmann zum Beispiel. Ja, just saying. So. Also ich bin der Meinung, dass Pohlmann. Pohlmann bin ich, ich glaube doch Pohlmann auch. Da hier das Bild damals sogar selber gemacht. Na, am Abschluss gehindert, Mann. Polauke, Alter, warum? Tu doch nicht so. Ecke. Let's go. Nicht mal Ecke, Lul. Ich dachte, weil jetzt halt, ne, egal. Mamba mit der Doppelchance wird leider beides nichts. Schade. Jetzt kriegen wir da eine Ecke, warum auch immer da. Egal. Schade, Tachi kann den Ball nicht platzieren. Gegen Balerdi, Mann. Was hat denn Balerdi? Die hat eine 70 in dem Dreh, krass. Nächste Möglichkeit. Adlung wieder mit einer Ecke. Bitte, Mann, Adlungsecken sind doch eigentlich gut. Aber hier nicht, Mann. Polauke setzt sich durch. Oi wei, ey, oi wei. Kann man noch irgendwas erhöhen? Wahrscheinlich nicht. Ja, die haben alle Zeit der Welt, wer jetzt gedacht. Röger kommt für Tommy. Wir gehen nochmal voller Angriff. Gelbe Karte nochmal für Bruno Costa an der Stelle jetzt. Ja. Nächste Chance. Wir haben jetzt halt kleine Chancen, aber das bringt uns halt alles nichts ein. Wir kriegen Ecken oder generell irgendwelche quasi nicht existenten Chancen. Ja, weit rüber geköpft nach der Ecke. Schade, Mann. Man gibt uns doch wenigstens das Unentschieden. Ihr spielt auch eh gerne Unentschieden, Alter. Hacken, ach nein, das tut weh, ja. Mit einem herrlichen Hackentrick, das ist schon so
deutet schon so das Tor an, dass danach irgendwas kommt. Erster Saisontor und erste Vorlage, das freut mich für die beiden, dass sie das gegen uns hinbekommen. Ey, Mann, ey, wir kriegen einfach kein Tor zustande. Wir kriegen gar nichts mehr vorne geschissen, Mann. Das tut so weh. Wir rutschen jetzt halt so unten rein. Das ist so unnötig. Vor allem, weil die sich selber geschwächt haben hier. Die haben in der 50. eine Gelb-Rote bekommen und wir haben nichts geschafft seitdem. Wir haben ein paar kleine Chancen gehabt und das war's. Eine gelbe Karte. Fernschuss. Okay. Hat ein Polter für eine Stärke. 65 in dem Dreh. Schießt von der Strafraumgrenze. Nicht festgehalten. Es gibt eine Ecke. Wow. Aus der wieder mal nichts wird. Siebte Ecke mittlerweile schon von uns. Wir haben nicht ein Tor gemacht. Raus, Digga, durch den Strafraum raus. Pfosten, links vorbei, whatever. Ey, das fuckt mich gerade so ab, for real, Mann. Ich hatte so Bock auf Fußballmanager mal wieder. Ich kann halt eh nicht mehr aufnehmen gerade als diese eine Folge. Aber ich hatte so Bock und jetzt sowas, Alter. Wir verlieren 3 Spiele hintereinander und das ist so lächerlich. Oh Gott, Alter. War es jedes Mal 3-1 eigentlich? Gefühlt. Und da läuft eine Ecke. Macht das wenigstens auch. Ja, okay. Wow, nochmal voller Angriff, aber es bringt ja nichts mehr. Wir werden das Unentschieden nicht mehr hinbekommen. Tachis zweites Saisontor. Und den habe ich mir auch ein bisschen mehr erhofft, to be honest. Ja, schade. Ja, was willst du machen? Diesmal nicht 3-1 verloren, sondern 2-3. Ich glaube, davor waren beide 3-1, ne? 3-1, 3-0. Ja, okay, gut. Dafür haben wir jetzt hier ein Tor mehr gemacht. Also im Verhältnis die letzten 3 Spiele alle 3-1 gewonnen. Davor das Derby zumindest gegen Rostock noch gewonnen in der letzten Episode. Ja, läuft auf jeden Fall. Unser bester Torschütze ist Bachmann, der ausgeliehen ist, also uns nicht mehr gehört. Unser bester Vorlegengeber ist immer ein Stiepermann. Eggestein, Michel und Tachi. Ja gut, alle nur mit 3 auch. Ist schon leider nicht so krass, wenn man ehrlich ist, ne? Das tut schon weh. Na gut, Adlok übrigens 1,0 gehabt nach einer Einwechslung. Gut, er hat auch wieder viele Ecken und so gehabt. Ich glaube aber, irgendwie habe ich das Gefühl, die ZMs haben meistens die besten Noten so. Also hier in der Formation auch, die wir haben. Oh Gott, wir haben eine englische Woche. Ach, hör auf, Alter. Hör auf, Mann. Ich glaube, wir beenden dann die Episode auch jetzt schon an der Stelle. Wegen englischer Woche und so, das werden wir dann im nächsten Monat machen und weil es für mich jetzt auch schon spät ist, werde ich das Ganze jetzt an dieser Stelle beenden, während des Autosaves natürlich nicht. Wir gehen gleich nochmal gucken, wir können ja mal gucken, zweite Bundesliga will ich so nicht, aber okay, einfach 3 Dortmunder bei den besten Torschützen, aber bei Paco Alcácer ist immer noch bei Dortmund. Wir haben auch nur 3 Gegentore bekommen in, weiß ich nicht wie vielen Spielen, wahrscheinlich haben die alle gewonnen, also 12 Spiele, 3 Gegentore, wild. 25 Tore auch, also mindestens 2 Tore pro Spiel immer gefühlt. Krass, Alter. Ich habe auch mal bei Nürnberg geguckt. Bei Union habe ich geguckt. Union könnte man sich Hübers, falls sie absteigen sollten, for free holen. Kann man mal gucken. Als Innenverteidiger kann man den auf jeden Fall mitnehmen. Die sind jetzt 17. Streiten sich mit Nürnberg im Moment um den letzten Platz. Ja. Wie gesagt, Hannover machen wir dann in der nächsten Episode. Bin ich mal gespannt, wie es wird. Vielleicht besser als heute. Ich hoffe es. David wieder fit. Freut mich. Jetzt sehen wir es auch. Ansonsten, ja, Scouting wieder abgeschlossen. Ein paar Leute sind wieder fit. Das ist schön. Adlung war in der Mannschaft der Woche, obwohl wir 3-2 verloren haben am Ende. Freut mich für ihn trotzdem. Kriegt natürlich wieder Lob. Er hat immer noch eine 62, Mann. Der carried uns zum Teil so. Der hat uns auch so durch die Ligen gecarried. Oh, neue Erfahrungsstufe bei Eggestein ist auch nice. Der hat mittlerweile die Nuller erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß gar nicht, wofür man die alle immer bekommt. Ob für der ist sogar verletzungsresistent, krass. Auf jeden Fall was, was wir gut gebrauchen können. Zickert könnte es auch gut gebrauchen. Ich glaube, ich muss Zickert auch dann in die zweite Mannschaft mal runtersehen, dass der überhaupt auch mal ein bisschen spielt, wenn er fit ist. Ansonsten, ja, bringt das eigentlich auch nichts was. Und da wäre sogar, je nachdem, welches System er da spielt, Stammspieler. Ja, ich würde sagen, Leute, das war es auf jeden Fall von dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns ja beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.